Sechs Stunden lang haben rund 60 Polizeibeamte aus ganz Rheinland-Pfalz am Donnerstag an der A1 zwischen Daun und Wittlich den gewerblichen Schwerlastverkehr kontrolliert. Dabei kamen erstmals auch die neuen digitalen Prüfgeräte der Landespolizei zum Einsatz. Insgesamt, so meldet das Polizeipräsidium Trier am Freitag, wurden rund 90 Fahrzeuge überprüft, darunter 12 Gefahrguttransporte und 3 Reisebusse. Die Bilanz: 21 Verstöße gegen Sozialvorschriften. In 8 Fällen wurde die Ladungssicherheit bemängelt. Zum Beispiel bei einem portugiesischen Fahrer, der mit 700 Mülltonnen unterwegs war. Als er die Heckklappe seines Transporters öffnete, kippte ein ganzer Stapel der Plastiktonnen auf den Boden. Also hier ist ein typischer Fall, wo die Ladung nicht richtig gesichert wurde. Man sieht also, der Fahrer hat, nachdem er angehalten wurde, sollte er die Tür öffnen, das hat er getan und da kam die Ladung dahin. Dadurch sind schon schwere Unfälle geschehen im Arbeitsbereich, wo Fahrer erschlagen wurden, wenn sie die Türen oder die Container geöffnet haben. Zudem registrierten die Polizisten Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften. Bereifung oder Bremsen waren nicht in Ordnung. In 3 Fällen waren die technischen Mängel so gravierend, dass die Fahrer nicht weiter durften. 6-mal wurde die Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts festgestellt. Ein Mann war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ein weiterer Fahrer steht unter dem Verdacht, die Aufzeichnungen seines digitalen Tachografen gefälscht zu haben. Zum ersten Mal setzten die Beamten bei der Kontrolle digitale Prüfgeräte ein. Ja, die Landespolizeischule Rheinland-Pfalz, zuständig für die Aus- und Fortbildung der Beamten, ist natürlich hier auch gefragt. Das heißt, es gibt eine neue Kontrolltechnik. Das muss natürlich auch den Kollegen entsprechend vermittelt werden. Wir machen das erstmals am Standort Wittlich. Wir haben angefangen mit rechtstheoretischen Dingen, sind dann über die Gerätetechnik gegangen und werden jetzt die Auswerttechnik vorstellen. Am Donnerstag war der erste große Praxiseinsatz, nachdem die Kollegen aus ganz Rheinland-Pfalz vorher 2 Tage lang in Wittlich den Umgang mit der neuen Technik gelernt hatten. Die EU will mit diesen Kontrollen auch einen sauberen Wettbewerb zwischen den Spediteuren ermöglichen und schwarzen Schafen das Leben schwerer machen.